Wann können wir denn mal wieder ins Stadion? Lasst uns hier rein, Mann. Hey, Wochenende gegen Heidenheim, wir müssen gewinnen. Jetzt gegen RB Leipzig im DFB-Pokal. So kann das nicht weitergehen. Das Ganze geht natürlich an die Politik und nicht an unseren FCH. Ist ja logisch, wir brauchen jeden Support und wir gehen da ja auch jetzt rechtlich gegen vor. Bin mal gespannt, was da am Ende ja, für ein Ergebnis rauskommt. Jungs, es geht los. DFB-Pokal gegen RB Leipzig. Oh mein Gott, ja, die Chancen stehen gleich null, aber ihr wisst es. Hoffnungen sterben zuletzt. Vielleicht packen wir das Ganze ja. Wir sind gerade hier, ihr seht es, in unserem Wohnzimmer. Wir dürfen ja nicht nach Leipzig fahren. Absolut bitter und auch für mich immer noch unverständlich. Aber egal, vielleicht schlagen sich unsere Jungs gut. Wir wollen einfach einen guten Einsatz sehen. Gegen Champions League-Teilnehmer und immer zweiter, dritter Platz in der ersten Liga wird es natürlich schwierig. Aber wer weiß, ob wir die Dosen Red Bull heute in ihrem Zuhause besiegen. Ich bin echt traurig, dass man jetzt nicht vor Ort sein kann. Ist einfach wirklich so ein Spiel, Achtelfinale, das hast du nicht jeden Tag. Ihr wisst es, letztes Mal von Hansa, die Invasion in Leipzig. Ja, die Hauptsache ist, sich nicht abschlachten zu lassen. Ne? Das ist das Ziel Nummer 1. Ich mache mich jetzt auf den Weg und gucke mir das Spiel zu Hause an. Hau dann Fazit raus und hoffe irgendwie ja, auf ein Wunder. Gestern hat es ja auch funktioniert, dass ein paar Zweitliga-Clubs ja, die Großen ärgern können. Warum nicht auch heute? Warum nicht wir? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden es sehen. Ja, das Spiel ist aus. Wir verlieren 2:0 gegen RB Leipzig im Achtelfinale, sind damit ausgeschieden. Aber ich sag euch ehrlich, da war heute mehr drin. Wir hätten es irgendwie schaffen können, uns in die Verlängerung zu retten, dann Elferschießen mitzunehmen oder was auch immer. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Die Einstellung vielleicht auf der PK schon von Hertel war nicht die richtige, da kann man diskutieren. Eure Meinung einfach mal rein. Natürlich müssen wir den Fokus auf die zweite Liga setzen, am Wochenende gegen Heidenheim. Aber trotzdem sind wir gut reingegangen, mit Kampf, mit Leidenschaft, mit einer Fünferkette, die relativ sicher stand. Rosbach, Riedel und auch Meißner in der Innenverteidigung, dann vorne drin ein bisschen auf Konter lauern, mit Mamba, mit Munsi, Ingelsson auch mal vorne drin, was ich auch gut gefunden habe. Dass der Junge mal ein bisschen Einsatzzeit bekommt, was ich leider nicht so verstanden habe, dass Verhoek komplett nicht mitgenommen wurde. Respekt auch an die Hansa-Fans, die wenigen, die es irgendwie geschafft haben, in das Stadion zu kommen. Das war wirklich genial. Jetzt kurz zum Spiel nochmal. Nach 5 Minuten gab es schon den ersten Rückschlag. Leipzig hat das Ganze sehr, sehr gut rausgespielt mit der Flanke auf Poulsen. Riedel war nicht am Mann. Leider kam Poulsen da wirklich frei zum Kopfball und musste das Ding eigentlich nur noch einschieben. Da waren wir noch relativ ungeordnet, aber das hat sich dann gut gefangen im Laufe der Spielzeit. Natürlich waren wir defensiv eingestellt und natürlich hatte Leipzig durchgehend den Ball. Wir hatten immer mal wieder ein paar kleine Angriffe, wo wir dann eine Ecke rausgeholt haben, die leider wirklich sehr ungefährlich waren. Da hat dann halt Verhoek gefehlt und ihr habt es auch im letzten Video reingeschrieben. Da fehlt uns einfach mal so ein Innenverteidiger, der auch torgefährlich ist, der auch mal Tore ja, schießen kann nach einer Ecke. So wie zum Beispiel damals unser Oliver Hüsing, der jetzt in Heidenheim spielt. Ich freue mich schon, den wiederzusehen. Hoffentlich macht er ein Eigentor oder sowas am Samstag. Nee, aber ja, sowas fehlt uns irgendwie. Da muss man aber sagen, ist Hansa jetzt dran, aktuell an dem 24-jährigen Schalker. Innenverteidiger soll ein richtig guter sein, habe ich auch schon von ein paar Schalkern gehört. Der hat Talent, der hat Bock, der hat Wille. Wenn wir den irgendwie verpflichten können, sei es eine Laie oder auch direkt kaufen, ist mir egal. Einfach noch eine Verstärkung, das wäre top. In der 27. Minute hatte Leipzig dann auch noch die Möglichkeit, Orban nach dem Freistoß an den Außenpfosten, Kunku, glaube ich, in der 39. Minute oder so, hat er sich schön mitgenommen mit der Schulter den Ball an die Latte. Da kann dann natürlich auch keiner es abstreiten, hätte es auch schon 2:0 stehen können. Die erste Halbzeit war nicht so gut. Zur Pause lagen wir 1:0 hinten, nur 1:0, was auf jeden Fall Hoffnung gemacht hat, dass wir es irgendwie doch noch in der zweiten Hälfte schaffen können. Und so sind die Jungs auch rausgegangen. Extrem gut gepresst, aggressiv gespielt und das hast du gleich gemerkt in der 49. Minute. Mamba über außen, sehr, sehr schnell gewesen, schneller mal wieder als die Leipziger Verteidiger und dann wieder zu schnell. Und konnte den Ball leider nur noch ans Außennetz schießen. Das sagt ihr auch immer wieder, dem Mamba, dem fehlt das Selbstvertrauen. Aber ich glaube immer noch dran, dass er uns vielleicht
noch weiterhelfen kann. Der braucht nur mal ein Erfolgserlebnis, der Junge. Vor allem diese Schnelligkeit, die musst du irgendwann mal, ja, die muss doch eigentlich mal zum Erfolg führen bei uns, keine Ahnung. Er hat zwar echt nicht so viele Tore geschossen, aber vielleicht dann gegen Heidenheim, Dresden oder Bremen kann er sich dann da irgendwie nochmal zeigen, aber ich sehe da noch das Potenzial und ich glaube auch dran, dass er uns noch weiterhelfen kann. Zum Beispiel Verhoek, damals auch das erste Jahr komplett schlecht bei uns gewesen in der dritten Liga und eine Minute später hatten wir wirklich die dickste Gelegenheit, wo Munsi den Ball schön weitergeleitet hat auf Neidhardt. Und Neidhardt, bitte, mach doch einfach das Tor und wir hätten uns freuen können. Alle Hansa-Fans hätten nochmal richtig Hoffnung gehabt, dass es doch vielleicht das Wunder von Leipzig geben hätte können. Ich habe mich gewundert, wie gut die Jungs aus der Pause gekommen sind. Wir haben uns nicht versteckt vor Leipzig. Das musst du auch immer mal wieder ja, im Kopf behalten. Leipzig, Champions League Teilnehmer. Zweiter, dritter, erste Liga und wie wir da gespielt haben und rausgekommen sind, war wirklich extrem gut. Vor allem hast du das dann auch gesehen, wo Gulaschi sogar seine Probleme hatte, weit rausgekommen ist, sehr, sehr weit, das Tor war frei und wir dann den Ball nur noch von der Mittellinie reinschießen hätten müssen. Gut, da muss man sagen, mache ich dem Jungen jetzt keinen Vorwurf. Wäre geil gewesen, ne? Klar, so ein Tor von der Mittellinie einfach mal einnetzen. Ist dann leider nicht passiert. Das ist halt wirklich das Problem bei uns. Die Tore fehlen. Die fehlen immer wieder. Dann gab es nochmal einen gefährlichen Freistoß von Nkunku, wo Kolke natürlich auch super pariert hat. Kurz vor Ende, die letzten 10 Minuten, wurde es nochmal gefährlich im Strafraum der Leipziger. Da hat Bahn auf Ingelsson gespielt und Ingelsson über die linke Seite hätte den Ball nur noch durchstecken müssen. Hat auch gemacht. Munsi stand im Rückraum, hätte er den Ball bekommen, wäre der Ausgleich da gewesen. Aber nein, in letzter Sekunde konnte Kampel da irgendwie noch rankommen an den Ball und konnte auch zur Ecke klären. Schade, ja. Das Tor hat gefehlt und du hast es halt gemerkt. Am Ende mussten wir irgendwie aufmachen, mehr Druck nach vorne spielen. Ja, hat es mal wieder einen Abwehrfehler leider entschieden. Ich glaube, die 83. oder 82. Minute war es, wo Malone den Fehlpass gemacht hat, direkt in den ja, Lauf für die Leipziger und Olmo musste nur noch abschließen und das Ding war durch, 2-0, bittere Pille, diese Fehler müssen sie einfach irgendwie abstellen, aber ey, ganz ehrlich, ich kann da nicht mal ja, haten, ich kann die Jungs wirklich nicht haten, die haben stark gespielt, Leipzig hätte dann auch nochmal in der 90. das 3-0 machen können und es war auch ein verdienter Sieg hier, ne? Ich glaube, der frühe Gegentreffer war halt wegweisend fürs Spiel. Wäre der nicht gewesen, na, da hätte man doch vielleicht sogar noch ein paar Chancen gehabt. Aber gut, jetzt sind wir raus. Es war trotzdem ein richtig geiler DFB-Pokal. Ja, was für legendäre Spiele wir hatten. Ich war mit live dabei mit euch in Regensburg gegen Heidenheim. Jeweils in der 120. Minute die Spiele entschieden mit Elfmeterschießen dann. Das wirst du nicht vergessen. Leider, wie gesagt, heute ohne Zuschauer. Ich glaube, das wäre dann vielleicht auch nochmal was anderes geworden, wenn da die Hansa-Jungs ordentlich supportet hätten. Am Ende hat mir irgendwie auch so ein Verhoek gefehlt. Den hätte Hertel ja einfach mitnehmen können und reinbringen können. Ab der 70. Minute oder so, dass er für 20 Minuten nochmal Gefahr ausstrahlen kann. Einfach nach einer Ecke oder nach Standards. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Schreibt's gerne unten rein. Danke auf jeden Fall an jeden Daumen. Ich bin gespannt, wie wir dann am Wochenende gegen den dritten Platz Heidenheim spielen. Bisher haben wir nicht verloren. Im DFB-Pokal konnten wir uns durchsetzen und in Heidenheim haben wir auch noch 1-1 gespielt. Durch Munsi, weiß ich noch ganz genau. Und jetzt wünsche ich euch einen entspannten Abend, einen entspannten Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich habe noch Hoffnung. Wir müssen uns trotzdem verstärken, vor allem defensiv und auch offensiv weiß ich nicht, ob da Hansa noch irgendwie einen in der Hinterhand hat. Ich habe keine Ahnung, aber der Schalker, der wäre auf jeden Fall schon mal wichtig. Ja, das war's. Es war ein geiler DFB-Pokal mit Höhen und Tiefen und heute sollte es einfach nicht sein. Es hat vielleicht dann so ein Verhoek oder so noch gefehlt. Jetzt macht's gut, lang gelabert, viel geredet und bis zum nächsten Mal.